Und dann, wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, wir sehen schon im 2. und dann noch mehr im 3. Jahrhundert, nahm diese Herrlichkeit immer mehr ab. Warum? Weil menschliche Weisheit, religiöse Ideen Einzug genommen haben. Und wenn man anfing, nicht mehr auf das Wort zu gucken, sondern anfing, nach menschlicher Weisheit zu gehen. Es gab zum Beispiel die Idee, wenn du getauft bist, dann darfst du nie wieder sündigen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das muss auf jeden Fall vermieden werden. Was haben die Leute gemacht? Haben gesagt, gut, dann verschiebe ich die Taufe aufs Sterbebett. Dann habe ich nur noch ganz wenig Chancen, danach zu sündigen. Also mache ich die Taufe ganz am Ende. Aber das ist nicht, was die göttliche Ordnung ist. Buße, Glaube, Taufe. Das ist die göttliche Reihenfolge. Und sie haben in ihrer Weisheit das alles umgedreht. Dann fingen sie an, schon im 2. Jahrhundert, kleine Babys mit Wasser zu erschrecken und haben gesagt, das ist die Taufe. Und seitdem geht dieser Irrsinn. Und es wurde schlimmer und schlimmer und immer mehr okkulte und verkehrte Dinge wie Marienanbetung und viele, viele andere Dinge kamen in die Gemeinde und die Herrlichkeit zog sich zurück. Bis hin zu dem Punkt, wo man zu Recht sprach vom finsteren Mittelalter, wo es keinen wirklichen Glauben mehr gab, wo die Gottesdienste auf Lateinisch gehalten wurden und kein Bauer kann Latein, damals nicht und heute auch nicht. Ja? So die Leute kommen in Gottesdienst, tun einen auf ehrfürchtig und verstehen null, verstehen gar nichts. Weil man sagt, das ist das heilige Wort Gottes und das werden wir doch nicht jetzt den Leuten vorwerfen. Und es war verboten, eine Bibel zu haben. Bei Todesstrafe war es verboten, eine Bibel zu haben oder Bibel zu lesen. Und die Priester nicht einmal bis zum heutigen Tage wissen nicht, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und dann hat man den Leuten erzählt, du kannst Geld bezahlen. Erst hat man ihnen die Geschichte vom Fegefeuer erzählt, die nirgendwo in der Bibel steht, dass man für die Sünden, obwohl Gott ein vergebender Gott ist, noch Strafe leiden muss, bevor man dann in die Ewigkeit kommt, wenn man überhaupt hineinkommt. Aber da gibt es ein wunderbares Mittelchen. Man könnte Messen lesen, man könnte Geld bezahlen und dann kriegt man Ablass. Und dann kann man sagen, hier, ich habe dafür bezahlt und ich werde jetzt nicht bestraft. Totale religiöse Manipulation und Ausbeutung. Tiefer geht es nicht mehr. Da war von Glauben im Offiziellen, natürlich, es hat zu jeder Zeit Heilige gegeben, in kleiner Minderheit, die von der offiziellen Kirche immer verfolgt wurden, ob das Waldenser waren oder Hugenotten oder wer auch immer, die hat es immer gegeben, in kleinen Untergrundgruppen. Aber im Großen und Ganzen der Glaube war nicht mehr wiedererkennbar, war nicht mehr zu sehen und hatte nichts mit dem zu tun, was in der Bibel geschrieben ist. Und als es am finstersten war, man spricht zu Recht vom finsteren Mittelalter, dann brach das Licht durch. Und Gott hat einen Mann benutzt, interessanterweise einen Deutschen. Halleluja. Und er hat Offenbarung bekommen, er hat Licht bekommen über das Wort Gottes. Und ja gut, es hat angefangen mit diesem Ärgernis, mit dem Ablass und so. Aber der Kern der Reformation, was war der Kern der Reformation? Luther hatte Offenbarung über Galater Kapitel 6. Das war die Sternstunde, das war der Durchbruch der Reformation. Er hat verstanden, das Evangelium, das Paulus predigt, hat die oberste Priorität. Und sogar wenn ein Engel kommt, und Luther schreibt dann in seinen Kommentaren dazu, oder Engel oder Konzile oder Päpste, wer irgendetwas sagt, was nicht damit übereinstimmt, der ist unter diesem Anathema, unter diesem Verfluchtsein. Das war die Revolution. Das war das Wesen der Reformation. Und heute so viele evangelische Christen wissen nicht mehr, was die Reformation war. Ich lese hier mal eine Passage vor. Da wird es wirklich auf den Punkt gebracht. Luther hat verstanden, die Kirche ist unter dem Wort. Bis dahin war absolut klar, die Kirche ist über dem Wort. Die Kirche bestimmt, was das Wort sagt. Und Luther hat das umgekehrt und hat gesagt, nein, nein, die Kirche ist unter dem Wort und das Wort prägt die Kirche. Nicht die Kirche sagt, was das Wort zu sagen hat und zu bedeuten hat, sondern jetzt ist das Wort wieder an oberster Stelle. Das nannte man Sola Scriptura. Die Schrift ist der oberste Maßstab für alle Fragen des Glaubens. Hier,
Dieses Skandalon, die Umkehrung der Autoritätshierarchie, wurde von Luthers Gegnern sofort deutlich gesehen. So schrieb Silvester Prieras, ein Mann der Kurie, also die gesamte Behördenapparat der katholischen Kirche, die ganzen Leitungsgremien, das ist die Kurie. Er schrieb als Antwort auf die Thesen von Luther: Wer sich nicht an die Lehren der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht. Siehst du? Die Schrift bezieht ihre Autorität aus der Autorität der Kirche. Das war ihre Sicht. Und Luther hat es umgedreht und er hat total verstanden, ja, das ist ja eine Revolution. Ja. Und wer das tut, der ist ein Ketzer. Noch einmal. Wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht, der ist ein Ketzer. Und Luther, egal wie viel er hinterher noch falsch gemacht hat und was da für verkehrte Dinge dann alles noch passiert sind, das müssen wir ihm hoch anrechnen. Er hat sein Leben gegeben für diese eine Sache, die Schrift. Ob er das dann selber nachher durchgezogen hat, das ist eine andere Frage, aber das war die Heldentat. Alles auf eine Karte. Er wusste, er ist ein toter Mann. Er wurde ja dem Bann übergeben. Das heißt, jeder konnte ihn umbringen, ohne dafür belangt zu werden. Und da gab es genug Leute, die ihn gehasst haben. Und Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Und das war die Reformation. Das Licht brach durch. Das Wort ist der Maßstab. Und am Wort muss alles ausgerichtet werden. Das ist die eine unfehlbare Glaubensregel, um die es geht. Und das war nur der Start. Die Reformation ist lange noch nicht zu Ende. Und sie wird weitergehen und sie wird weitergehen. Und die Bibel spricht davon, und ich will gleich euch ein paar Schriftstellen zeigen. Die Bibel spricht davon, die Gemeinde, das Haus Gottes, wird wiederhergestellt werden. Und wenn es wiederhergestellt wird, dann wird die Herrlichkeit wiederkommen. Und das ist, was wir sehen. Halleluja.